بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليثيره على دين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Liebe Geschwister im Islam, erstmal Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich wollte mich erstmal von vornherein bei euch entschuldigen und auch bei anderen Vorträgen. Wenn ich zu einem Vortrag komme, dann bin ich meistens immer sehr konzentriert. Und wenn dann vor dem Vortrag Leute zu mir kommen oder auch danach, ist es oft so, dass ich die vielleicht nicht so richtig beachte. Es liegt nicht daran, dass ich was gegen euch habe, sondern es liegt einfach daran, weil Mashallah die Brüder zu viele sind und die Schwestern, obwohl die Schwestern natürlich jetzt nicht zu mir kommen. Und das ist dann manchmal nicht so einfach, jedem die gebührende Aufmerksamkeit zu geben. Deswegen wollte ich mich von vornherein entschuldigen. Ich bin auch nur ein Mensch. Und das für viele, die kennen mich beispielsweise aus dem Internet, und für sie ist das so, als wenn sie mich treffen, als wenn sie einen alten Bekannten treffen würden. Aber für mich, wenn ich dich treffe, ist das so, als wenn ich ganz normal einen Muslim auf der Straße treffe. Salam alaikum, wie geht's? Ja, alles klar. Und dann bin ich vielleicht schon wieder beschäftigt mit anderen Gedanken. Wie gesagt, das hat nichts damit zu tun, dass ich was gegen jemanden von euch hätte, sondern es ist einfach nur, weil ich zu schwach bin. Okay, nur mal nebenbei vom Anfang an. Ich habe heute den Bruder Abu Dujana angerufen und da habe ich ihn gefragt, was er meint, über was für ein Thema ich reden soll. Da habe ich ihm zwei Vorschläge gemacht. Erstmal, wer sind die Takfiris? Und zweitens, wie erkennt man Palastgelehrte? Dann hat er mir den Vorschlag, hat er gesagt, ja, nimm mal heute den Vortrag, wie erkennt man Palastgelehrte? Und liebe Geschwister, ich rede nicht über diesen Vortrag aus Belustigung, sondern weil wir für jeden Menschen, der hier lebt oder der auf der Welt lebt, die Rechtleitung lieben und wollen. Das heißt, das ist für mich ein wichtiges Thema und ich habe auch noch zwei Bücher mitgebracht. Einmal hier, Ahkamul Jihad in der Ibn Taymiyyah. Die Regeln des Dschihads bei Ibn Taymiyyah. Und dann habe ich hier noch ein Buch mitgebracht. Fadawa Kibar Ulama Fil Irhab wa Tadmir. Ja? Und da wollte ich etwas aus einer Fatwa vorlesen von Sheikh bin Bas, rahimahullah. Liebe Schwestern im Islam, und deswegen hoffe ich, dass jeder gut zuhört bei diesen Worten. Und ich werde heute keinen Namen nennen. Der ist einer und der ist einer und der ist einer. Weil wenn ich Namen nennen würde und würde euch sagen, haltet euch von dem fest, fern, dann würde ich euch dazu aufrufen, mir zu folgen. Aber ihr sollt nicht mir folgen. Weil selbst wenn ich heute richtig liege, kann es sein, dass ich morgen in die Irre gehe und möge Allah mich festigen. Jemand, der aufrichtig ist und möge Allah mir Aufrichtigkeit geben, der ruft niemals dazu auf, dass man ihm folgt. Weil er weiß, dass es sein könnte, dass er morgen in die Irre geht und dann würden die, die ihm folgen, mit in die Irre gehen. Deswegen werde ich Zeichen geben, Zeichen nennen. Und das ist auch das, was Allah subhanahu wa ta'ala im Koran macht. Im Koran werden die Munafiqun mit mehr Eigenschaften in Surat al-Baqarah beispielsweise beschrieben als die Kafirun und als die Mu'minun. Also die Heuchler werden mehr beschrieben, mit mehr Eigenschaften beschrieben, als die Gläubigen und als die Kuffar. Aber im ganzen Koran, es gibt so viele Suren, wo die Heuchler beschrieben werden. Surat al-Tawbah, Surat al-Munafiqun, Surat al-Imran, Surat al-Baqarah. Kein einziger Munafiq, Surat al-Ma'idah. Kein einziger Munafiq im ganzen Koran wird mit Namen erwähnt. Kein einziger. Es gibt Kuffar, die mit Namen genannt werden, solche Abu Lahab, Firaun, aber kein einziger Munafiq wird mit Namen genannt. Noch nicht mal Abdullah ibn Ubay ibn Salul, der Kopf der Munafiqun. Warum macht Allah das? Damit wir auf die Zeichen achten. Achtet auf die Zeichen, liebe Geschwister.
Allah subhanahu wa ta'ala, der Prophet Friede und Segen mit ihm sagte, ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. Diese Umma wird in 73 Gruppen spalten, alle sind im Feuer außer einer. Da sagen die Sahaba, wer hier tilka firqa? Wer ist diese Gruppe? O Gesandte Allahs. Da sagte der Gesandte Allahs, ma'ana alayhi al-yawm wa ashabi, die, die auf dem basieren, die, die so glauben, wie ich und meine Gefährten. Deswegen, liebe Geschwister, muss jeder Muslim daran interessiert sein, dem wahren Weg zu folgen. Du brauchst eine Rechtleitung zum Islam und dann brauchst du eine Rechtleitung im Islam. Du brauchst eine Rechtleitung zum Islam und dann brauchst du eine Rechtleitung im Islam. Und man sieht, dass sich die Umma in viele Gruppen gespalten hat, in vielen Themen. Zum Beispiel in den Eigenschaften von Allah haben sie sich gespalten in Mu'attila und Mushabbiha. Mu'attila wieder mit vielen Untergruppen, die Eigenschaften Allahs mehr oder weniger negieren oder sie so metaphorisch interpretieren, dass sie eigentlich auch negiert worden sind. Und die Mushabbiha, die Allah subhanahu wa ta'ala mit der Schöpfung verähnlicht haben. In der Mitte liegt Al-Sunnah wal-Jama'ah, As-Salafiyun, die Allah so beschreiben, wie er sich selber beschreibt, aber ohne die Eigenschaften zu negieren und ohne die Eigenschaften zu verähnlichen. Im Iman haben sich die Muslime gespalten. An dem einen Ende die Khawarij, die sagen, wer eine große Sünde macht, ist ein Kafir. Auf der anderen Seite die Murji'a, die sagen, wer eine Sünde macht, die schadet ihm nicht. Das ist natürlich nur eine kurze Zusammenfassung von diesen Gruppen, ne? Nur damit man Bescheid hat. Man könnte über jede dieser Gruppe einen einzelnen Vortrag machen. Ich will es nur kurz zusammenfassen. Dann, was Ahlul Bayt angeht, die Leute des Hauses, die Verwandten des Propheten, hat sich die Umma gespalten in Shia, die in das eine Extrem gegangen sind, dass sie die Leute des Hauses praktisch fehlerfrei beschrieben haben. Oder dass sie die Leute des Hauses fast vergöttlicht haben. So sagte Khomeini beispielsweise, dass jedes einzelne Atom im ganzen Universum von einem Imam, von den Imamen kontrolliert wird. So ist die Übertreibung und das ist Schirk. Das ist Schirk in der Rububiyya. Auf der anderen Seite haben wir die Nawasib. Die Nawasib, die Ahlul Bayt verachtet haben. Die Ahlul Bayt, die Leute des Hauses hassen. Und in der Mitte wieder Ahlul Sunnah, die Ahlul Bayt lieben, ehren, respektieren, aber zur selben Zeit nicht vergöttlichen und nicht sagen, dass Ahlul Bayt keine Fehler machen können, sondern sie sind Menschen. Dann haben wir im Qadr, haben wir die Jibriya, die sagen, der Mensch ist wie eine Feder im Wind. Ja, der hat überhaupt gar keine Wahl, nichts. Der ist wie eine Feder im Wind. Auf der anderen Seite haben wir die extremen Qadariyya, die sagen, Allah weiß nicht, was du in der Zukunft machen wirst. Allah hat das, was du machst, was du machen wirst, weiß er nicht oder hat er nicht erschaffen. In der Mitte wieder Ahlus Sunnah wal Jama'ah, die sagen, Allah subhanahu wa ta'ala hat euch erschaffen und das, was ihr tut, aber in einem Rahmen, wo der Mensch verantwortlich ist für seine Sünden, weil Allah im Koran sagt, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah bürdet keiner Seele auf, was sie nicht zu tragen mag. Und auf der anderen Seite sagt Allah, خلقكم وما تعملون. Er hat euch erschaffen und das, was ihr tut. Das heißt, alle Verse zusammennehmen. Und der Prophet Friede und das, man sieht also bei all diesen extremen Positionen, ist Ahlus Sunnah wal Jama'ah in der Mitte. Und das sagt Allah im Koran in Surah 2, Vers 143. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Und so haben wir euch zu einer Umma der Mitte gemacht. Und der Prophet والسلام, sagt in einem authentischen Hadith, إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوُ فَإِنَّمَا أَحْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُ. Hütet euch vor der Übertreibung. Das heißt, weder in die eine noch in die andere Richtung. فَإِنَّمَا أَحْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُ.
Denn die, die vor euch waren, sind durch das Übertreiben in der Religion vernichtet worden. Und Allah sagt im Koran, in Sure 5, Vers 77, Kul ya ahl al-kitab, o ihr Leute des Buches, la taglu fi dinikum, wa la takuru ala Allah ila al-haq. Und sagt über Allah, also ihr Leute des Buches, das heißt Juden und Christen, übertreibt nicht in eurer Religion. Und sagt über Allah nur die Wahrheit. Innama al-Masih al-Maryam Rasulullah. Wahrlich, der Gesandte, der Messias, der Sohn der Maria, ist der Gesandte Allahs. Das heißt, weder ein Imposter, ein Scharlatan, wie wer sagt, wie die Juden sagen, noch ein Gott, noch ein oder Sohn Gottes, wie die Christen sagen. Wer ist wieder in der Mitte? Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Und so haben wir heute wieder übertriebene Stellungen, übertriebene Meinungen, was die Gelehrten angeht. Und wo sollten wir uns dann befinden? In der Mitte. Auf der einen Seite haben wir Leute, für die jeder Gelehrte ein Munafik ist. Und wenn der Gelehrte irgendwas sagt, was seiner Meinung widerspricht, sagt er sofort, ach, den kannst du vergessen. Und die wahren Gelehrten sind nur im Gefängnis. Und das ist eine übertriebene Meinung. Und sollte das mal einer von den Brüdern gesagt haben, ja, dann hat er das gesagt aus Emotionen heraus. Aber Fakt ist, es gibt große Gelehrte, die sind im Gefängnis. Und es gibt große Gelehrte, die sind nicht im Gefängnis. Okay? Und nicht unbedingt, wenn unsere Meinung der Meinung von einem Gelehrten widerspricht, heißt es, dass der Gelehrte ein Munafik ist. Auf der anderen Seite gibt es das andere Extrem, das ist eine neue Abteilung. Das ist der Salafi-Sufismus, ist das. Salafi-Sufismus. Das heißt eigentlich, die Grundlage, das Einmaleins, das A und O des Menajus Salaf ist, Al-Haqqu bi-dala'ilihi la bi-qa'ilihi. Die Wahrheit ist nach Beweis, nicht nach dem, der es sagt. Und hier kommst du heute zu jemandem von dieser Gruppe und da sagst du, guck mal, wir haben hier einen Beweis aus Koran und Sunna. Da kommt er dir auf folgende Art und Weise. Er sagt zu dir, meinst du, der Sheikh XY, weiß das nicht? Der kennt das nicht? Meinst du, der Sheikh XY, der hat doch mehr Wissen als du, der muss das doch besser wissen. Oder er sagt zu dir, wer sind deine Lehrer? Wo hast du gelernt? Seine Schubha. Ja, da wird gesagt, ja guck mal, früher die Muhaddithun, die haben gefragt, wir sind deine Lehrer. Wenn wir heute die Kutubu Rijal aufmachen, da sehen wir die Lehrer von ihm, die Shuyu von ihm, die Schüler von ihm. Ja Achi, wir reden hier nicht über einen Isnad. Wenn wir einen Hadith bestimmen und sagen, ist dieser Hadith authentisch oder nicht authentisch, dann muss ich wissen, wer hat mir diesen Hadith überbracht. Und zu der Biografie dieser Person, die in dem Isnad, die in der Überlieferungskette ist, gehört, dass ich weiß, wer seine Lehrer sind. Aber wenn ich dir heute einen Beweis vom Koran bringe, wo steht beispielsweise, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, über eine bestimmte Sache etwas sagt als Beispiel. Ja, zum Beispiel, nehmen wir mal was ganz Banales. Ja, laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwal Masih ibn Maryam. Ungläubig sind diejenigen, die sagen, Allah ist der Messias, der Sohn der Maria. Und da sagt mir einer, ja, aber wer bist du überhaupt, das zu sagen? Wir haben einen Professor bei uns in der Universität in Münster, der heißt Muhammad Zakafir Khurshid. Und der sagt, das ist aber gar nicht so. Ja? Als Beispiel hier, ich bringe dir einen Beweis vom Koran, das ist nur ein Beispiel. Und du sagst zu mir, wer bist du? Es kommt nicht darauf an, wer ich bin, es kommt darauf an, was meine Beweise sind. Die Bücher, die Sunna ist schon aufgeschrieben. Wenn ich dir mit einem Beweis komme vom Koran und Sunna und ich sage dir, guck mal, der Hadith steht in Bukhari, dann musst du nicht sagen, ja, bei wem hast du gelernt? Dann musst du mich fragen, dann musst du mir eine plausible Erklärung geben, warum mein Verständnis von diesem Hadith falsch ist. Und glaub mir, ich habe das im Internet gesehen. Ein Bruder
Und ich bin gegen die Meinung von dem Bruder, der wird widerlegt, der hat bestimmte Argumente gebracht. Und dann fragen sie, kommen sie mit dieser Schubha, um die Jugendlichen zu beeinflussen. Ja, bei wem hat er gelernt? Wer sind seine Schuyuch? Ah, die Schuyuch haben sowieso keine Ahnung. Hallo, was willst du? Du willst die Leute in die Irre führen. Du willst nur von den Beweisen ablenken. Lenk nicht von den Beweisen ab. Hier, call Allah, call Rasulullah. Laber hier keinen, versuch die Leute nicht in die Irre zu führen. Ja? Die dritte Sache ist, ja, aber meine Schuyuch haben gesagt, ich soll dir nicht zuhören. Wisst ihr, wer dieselben Argumente bringt? Die Sufis. Deswegen sagen wir Salafi-Sufis. Bruder, wenn du mit dem Sufi redest über eine bestimmte Sache, sagt er zu dir, ja, weißt du es besser? Mein Sheikh, der hat da und da studiert, hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen, und er hat einen Isnad bis zu Abu Bakr. Dann sagst du ja, dann sagt der Bruder, ich habe mich mit einem Sufi vom Naqshbandi-Orden in Medina unterhalten. Da sagt er zu mir, ja, guck mal bei uns, wer sind eure Lehrer? Guck mal, genau dasselbe. Da sagt er, guck mal, unsere Überlieferungskette geht zurück zu Abu Bakr. Angeblich. Und dann sagt er, ja, und bei euch soll man sowieso nicht zuhören. Bruder, wenn du die meisten von denen hörst, die sagen, guck mal, hör dir nicht zu, hör dir die Vorträge nicht an. Guck mal, hier genau dieselbe Herangehensweise. Deswegen sage ich Salafi-Sufis. Ja? Genau dieselbe Herangehensweise. Und wisst ihr, wann mir das aufgefallen ist? Das ist mir aufgefallen, als ich eine Vortragsserie von Hardcore-Leuten gesehen habe, die sagen nur dem Madhab folgen, nichts anderes. Und danach habe ich mir von einigen gelehrt, Schuyuch, die aus einem bestimmten arabischen Land hier nach Europa gekommen sind, die haben eine Vortragsreihe über die Khawarij gemacht, habe ich mir angeguckt, das und das. Und da habe ich gemerkt, genau dieselben Argumente, die derjenige benutzt, der dazu aufruft, dem Madhab zu folgen und nicht mehr nach links und rechts zu gucken, benutzt heutzutage der Salafi-Sufi, um dazu aufzurufen, dass man in bestimmten Fragestellungen des Hier und Jetzt nur seinen Sheikh fragt. Nur seinen Sheikh fragt. Das heißt, hier geht es um ein Fatwa-Monopol, liebe Geschwister. Damit auch ja keiner auf die Idee kommt, aus der Reihe zu tanzen. So, das heißt, so jetzt eine Frage an euch, liebe Geschwister. Wenn wir sehen, dass die Sufis ihre Jugend genauso erziehen, zum blinden Folgen, und jetzt haben wir auf einmal jemanden, der sich Salafi nennt, wo es eigentlich heißt, der Beweis, wir wollen den Beweis, wir wollen den Beweis, wo steht das im Koran und Sunna? Und plötzlich redet der sich dem Salafi-Manager zuschreibt, genauso wie der Sufi, und sagt, bei wem hast du gelernt? Mein Sheikh kennt den Beweis auch. Was heißt uns das? Das heißt, wir müssen daraus schließen, dass bestimmte Gelehrte, die Wissen haben, studiert haben, wie die Sufis es geschafft haben, ihre Nachfolger, ihre Anhänger zu blinden Folgern zu erziehen. Und sie haben diese Methode benutzt, um ihre Leute auch zu blinden Folgern zu erziehen, die nicht mehr nach rechts und links schauen. Okay? So. Was ist also jetzt der richtige Weg? Wie geht man mit Aussagen von Gelehrten um? Sagen wir sofort, wenn ein Gelehrter kommt mit einer Aussage, die uns nicht gefällt, ach, Palastgelehrter, ach, Munafik, Heuchler, ach, dies, was machen wir? Punkt Nummer 1, der Beweis steht vor dem Beweisenden. Das heißt, wenn wir zwei Gelehrte haben, wir reden zum Beispiel über eine Situation der heutigen Zeit. Gibt es im Land XY Jihad oder nicht? So. Wir haben zwei Gelehrte, die argumentieren. So. Dann schauen wir, was sind die Beweise? Wir sagen nicht, wer hat das gesagt. Wir sagen, was sind die Beweise? Und derjenige, der nicht zu den Beweisen ruft, ist derjenige, der nicht die Wahrheit will, sondern er will ein Monopol haben. Ansonsten hätte er keine Angst vor den Beweisen. Aber deswegen sagt er dann,
Ja, sie kommt an die Fatwa. Ja, Sheikh, da gibt es jemanden, der sagt das und das und er bringt den Beweis so und so. Ha, der hat keine Ahnung, der ist ein Jahil, der ist dumm, der ist falsch. Ah, okay, danke, Sheikh, das war ein plausibles Argument, danke. Der ist falsch, ja. Boah, super. Boah, hast du gehört, was der Sheikh gesagt hat? Der ist falsch. Ja, ja. Boah, krass, ey, der Sheikh, der hat so ein Wissen, mashallah. Der braucht noch nicht mal einen Beweis zu nennen, der hat schon sogar recht ohne Beweis. So, dann, zweite Sache, zweite Regel. Viel Wissen macht einen Gelehrten nicht sicher davor, Sünden zu begehen. Bruder, ich habe vor kurzem jemanden getroffen und da fing er an, über einen Scheich zu reden. Habe ich gesagt, dieser Scheich ist ein Lügner. Was ist der zu mir sagt? Guck mal, was müsste er normalerweise sagen? Normal müsste er zu mir sagen, wo ist dein Beweis dafür? Normal müsste er zu mir sagen, wo ist dein Beweis dafür? Wisst ihr, was er zu mir sagt? Auzubillah, Bruder, wie kannst du sowas sagen? Der Scheich, der Scheich, der Scheich, der Scheich. Der Scheich wird bestimmt auch seine Argumente haben. Wisst ihr, was das heißt? Du hast den Scheich schon zu einem Propheten gemacht. Natürlich, du wirst das nicht sagen, aber in deinem Bewusstsein hast du ihn zu einem Propheten gemacht, der, wo es gar nicht sein kann, dass er lügt. Ja, stimmt. Weil ein Prophet lügt nicht, richtig? Aber kann es unmöglich sein, dass ein Gelehrter lügt? Kann es unmöglich sein? Er argumentiert, wie kannst du sowas sagen? Wie kann ich sowas sagen? Ja, ganz einfach. Ich habe eine Lüge gefunden. Punkt. Und jetzt? Klare Lüge. Über diese und jene Person wird gesagt, der ist ein Takfiri und der hat mit Takfir überhaupt nichts zu tun. Das ist eine Lüge. Ja, Bruder, vielleicht. Wie vielleicht? Ja, vielleicht ich, vielleicht nicht. Was, warum argumentierst du so? Das heißt, man hat dich schon manipuliert. Das heißt, für dich ist es unmöglich, dass der Scheich lügt. Okay, fragen, wie ist es unmöglich, dass jemand, der Wissen hat, lügt? Wo fragen wir? Fragen wir im Koran. Allah sagt im Koran, in Sure 17, Vers 73, zum Propheten alayhi salatu wassalam. Wa in kadu layaftinunaka anilladhi awhayna ilayka litaftari alayna ghayra. Und beinahe hätten sie dich, O Muhammad, von dem abgebracht, was wir dir offenbart haben, damit du über uns etwas anderes ersinnst. Wa idha lattakhadhuka khalila. Und dann hätten sie dich wahrlich zum engen Freund genommen. Und hätten wir dich nicht gefestigt, dann hättest du dich ihm wahrlich etwas zugeneigt. Das heißt, Allah sagt hier, dass der Prophet, wenn Allah ihn nicht gefestigt hätte, dazu reingefallen hätte können, dass er über den Propheten lügt. Aber Allah hat ihn gefestigt. Allah hat ihn ma'sum gemacht. Aber warum nimmt Allah den Propheten? Warum nimmt er nicht irgendeinen Muslim? Warum nimmt er den Propheten alayhi salatu wassalam? Warum? Damit danach kein Muslim kommen kann. Nicht im Jahr 2014 und nicht im Jahr 2100 und nicht in irgendeinem Jahr und sagt, es könnte nicht sein, dass der Scheich XY eine Lüge erzählt hat. Aber wenn sie dich schon so manipuliert haben, dass du das ausschließt, das zeigt, dass du nicht mehr auf dem Weg des Salaf bist. So. Drittens, viel Wissen macht einen Gelehrten nicht sicher, einen unbeabsichtigten Fehler zu machen. Viel Wissen macht einen Gelehrten nicht davor sicher, einen unbeabsichtigten Fehler zu machen. Zum Beispiel, der Prophet a.s. sagt, إِذَا اشْتَهَدَ الْحَاكِمُ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاشْتَهَدَ فَأَصَّابَ فَلَوْ أَجْرَانَ. Wenn ein Hakim, ein Richter, ein Urteil fällt und macht Ijtihad, strengt sich an, bemüht sich und er liegt richtig, kriegt er doppelten Lohn. وَإِذَا اشْتَهَدَ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاشْتَهَدَ فَأَخْطَى فَلَوْ أَجْرٌ وَاحِدٌ. Und wenn ein Hakim, ein Richter, ein Urteil fällt und Ijtihad macht, ja, die Urteilsfindung anwendet mit Anstrengung und er liegt falsch, kriegt er einfachen Lohn. Das heißt, er kann auch einen Fehler machen. Das heißt, wenn wir Fehler sehen, können die sowohl
absichtlich oder als unabsichtlich sein. So. Viertens, viele Taskias machen einen Scheich nicht unfehlbar. Es kann sein, dass jemand, und das ist dann das Zeichen, dass du uns für blöd verkaufen willst. Wir kommen dir mit einer Sache, komm mal, Allah sagt im Koran dies und der Prophet sagt das und dann sagst du, ja, aber der Scheich so und so hat gesagt und über den Scheich so und so hat der das gesagt, der hat das gesagt, der hat das gesagt, der hat das gesagt. Hallo? Iblis, la'natullah alayh, der war so ein Jinn, dass er Allah so gedient hat, besser als jeder andere, dass er unter den Engeln war. Gibt es einen Gelehrten heute, der unter den Engeln ist? Und Iblis ist der größte Käfer überhaupt geworden. Der größte Tarut überhaupt. Die Grundlage der Tawarit. Die Grundlage der falschen Götter ist Iblis. La'natullah alayhi. Und jetzt kommst du mir mit, ja, aber der hat das und das und das und das über ihn gesagt. Oder vor 20 Jahren wurde über ihn das und das gesagt. Guck mal, was du für eine Argumentation hast. Du kommst mir mit, ich sage dir, guck mal, das ist falsch. Guck mal, der Gelehrte sagt das und das. Dann sagst du zu mir, ja, aber vor 20 Jahren, wir folgen dem anderen Gelehrten und vor 20 Jahren hat der und der Gelehrte über ihn das und das gesagt. Das ist der pure Schwachsinn, ist das. Das ist der pure Schwachsinn. Du kann, in 20 Jahren kannst du Christ sein. Der Prophet alayhi salatu salam sagt, وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ آلِ الْجَنَّةِ حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَى ذِرَاعٍ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَلْيَعْمَلُ بِعَمَلِ آلِ النَّارِ فَلْيَدْخُلُهَا. Einer von euch macht die Taten der Leute des Paradieses, bis zwischen ihm und dem Paradies nur eine Elle ist. Und dann kommt das, was vorgeschrieben ist, und er macht die Taten der Leute des Höllenfeuers und er geht in die Hölle rein. So, das ist erstmal die Grundlage. Damit wir diese Grundlage erstmal haben. So, jetzt will ich euch eine Frage stellen. Stellt euch mal vor, ihr wärt ein König oder ein Präsident in einem islamischen Land. Ihr habt, stellt euch das bitte vor, ich möchte wirklich von euch, liebe Geschwister, dass ihr euch das vorstellt. Stellt euch vor, ihr seid König oder Präsident in einem bestimmten islamischen Land. Ihr seid kein Käfir, Fasik. Okay? So, du bist Fasik. Jetzt, natürlich bist du kein Fasik, aber ich will, dass man sich da, oder versetzt euch in die Lage. Ein König oder ein Präsident ist ein Fasik in einem islamischen Land. Er hat Geld ohne Ende, er hat Macht ohne Ende. Was ist die typische Reaktion von einem Präsidenten oder König, der viel Macht und Geld hat, der nicht besonders religiös ist? Was ist typisch für ihn? Typisch ist für ihn, und das ist die Geschichte, die das bezeugt, dass er, Bruder, ich brauche noch 10 Minuten, ist das okay? Dass er alles dafür tut, um seine Macht zu erhalten. Er tut alles dafür, um seine Macht zu halten. Das ist die Geschichte. Das wirst du bei jedem Diktator sehen. Das wirst du bei jedem Tyrannen sehen, dass er alles dafür tut, dass er unheimliche Angst hat, dass er seine Macht verliert. So, du bist jetzt in einem islamischen Land. Der Führer ist ein Fasik. Dieser Führer ist ein Fasik. Der hat Angst, seine Macht zu verlieren. Was wird er tun? Er wird alles dafür tun, seine Macht nicht zu verlieren. Wie könnte er seine Macht verlieren? Zwei Kategorien von Gründen. Erstens äußere Gründe, zweitens innere Gründe. Äußerer Grund, zum Beispiel, er ruft zum Dschihad und dadurch wird er von einem ausländischen Land angegriffen. Zum Beispiel. Zweiter Grund, er ruft zu Khilafa auf. Das heißt, dass sich die islamischen Länder vereinen. Wenn er dazu aufruft, dass die islamischen Länder sich vereinen, was wird dann passieren? Dann wird der Status quo neu gemixt. Dann wird auf einmal gefragt, hey, du hast so viel Geld, was ist denn mit dem Land Burkina Faso? Da leben viele Muslime. Was ist denn mit dem Land XY? Auf einmal ist er nicht mehr der Alleinherrscher. Er ist auf einmal nicht mehr der Alleinherrscher. Innere Gründe, aus der Umma Islamia, Leute, die aufstehen
und Reformen fordern. Leute, die aufrufen und Reformen fordern, die Verbesserung fordern. So, was wird er jetzt machen? Was wird er jetzt machen, um zu verhindern, dass äußere Einflüsse dazu führen, dass er gestürzt wird? Wir haben eben gesagt, Dschihad oder Khilafa. Oder dass innere Einflüsse dazu führen. Erstens, er braucht einen Polizeiapparat, Geheimdienste, Armee etc. Da muss investiert werden. Okay. Aber als ein Führer in einem islamischen Land, der fasik ist, ich habe nicht gesagt Kafir, braucht er noch was anderes. Weil er ist in einem islamischen Land, die Leute sind Muslime. Das heißt, der Islam kann ein Grund sein, dass er stürzt, dass er fällt. Das heißt, was braucht er? Er braucht Gelehrte an seiner Seite. Er braucht Gelehrte an seiner Seite, die das den Menschen erzählen, was er gerne hören will. So, diese Gelehrte sollen die Gelehrte sein, die keine Ahnung haben, die keiner kennt. Nee, weil wenn die keine Ahnung haben, wird die ja keiner respektieren. Also müssen das Leute sein, die Ahnung haben. Okay, die müssen Ahnung haben. Wenn das jetzt Leute sind, die gar keine Ahnung haben, wird jeder sagen, was wollen wir denn mit denen? Die haben ja gar keinen Plan. Stell dir mal vor, da bringst du so einen Muhammad Khurshide, da sagt der normale Durchschnitt, jetzt muss man was das denn für einen Pausen klauen, ja? So. Aber die müssen Wissen haben. So. Dann, wie kann ich die jetzt manipulieren? Ich habe eben schon gesagt, Allah sagt im Koran, dass der Prophet hätte manipuliert werden können, wenn Allah ihn nicht gefestigt hätte. Deswegen soll mir heute keiner erzählen, nee, der Gelehrte kann nicht manipuliert werden. Und wenn du sagst, ja, boah, Bruder, wie kannst du sowas sagen? Dann bist du schon in die Falle getuckt. Dann bist du schon Gehirn gewaschen. Nochmal, Allah sagt in Sure 17, Vers 73 sinngemäß, und beinahe hättest du, o Muhammad, dich verführen lassen und wärst von dem abgewichen, was wir dir offenbart haben, um etwas anderes über uns zu ersinnen. Und hättest du das getan, hätten sie dich zu ihrem dicken Freund genommen. Und hätten wir dich nicht gefestigt, hättest du wahrlich ein wenig Anlehnung bei ihnen gesorgt, bei ihnen gesucht. Das sagt Allah über den Propheten. Und dann sagt er, und hätten wir dich nicht gefestigt, hättest du wahrlich etwas Anlehnung bei ihnen gesucht. So. Das heißt, keiner ist sicher. Und doch der Prophet war sicher, weil Allah ihn gefestigt hat. So jetzt. Wie würdest du versuchen, jemand nach deiner Pfeife tanzen zu lassen? Als erstes, du machst eine Infrastruktur, dass die Gelehrten alle auf deinem Konto, von deinem Geld leben. Das heißt, er kriegt ein Haus von dir, ein Auto von dir, der kriegt von dir eine Stellung in der Universität, wo er unterrichten kann, der kriegt von dir eine Stellung in der Moschee, wo er unterrichten kann. Das heißt, sobald jetzt eine Frage kommt, guck mal, der Gelehrte kann jetzt 99% super Sachen verbreiten. Das heißt, er kann in der Moschee bestimmte Bücher unterrichten, in der Universität bestimmte Bücher unterrichten. Ja. Und jetzt, sobald eine Sache kommt, die dem König widerspricht, steht für ihn was auf dem Spiel? Was? Wenn du jetzt etwas sagst, was gegen den König seine Meinung ist, dann verlierst du dein Haus, dann verlierst du dein Geld, dann verlierst du dein Auto und du kannst nicht mehr in der Universität unterrichten und du kannst nicht mehr in der Moschee unterrichten. Und wo ist jetzt der Nutzen größer und der Schaden? Der wird sich automatisch einreden. Guck mal, Leute, ich sage euch eins, ich beneide solche Gelehrte nicht, weil die sind wirklich in einer schwierigen Situation. Ich will nicht in dieser Haut stecken. Möge Allah die festigen, diese Gelehrten. Möge er diese Recht leiten. Möge er sie festigen. Auf Hak. Guck mal, jetzt kommt die Situation. Und was wird er sich automatisch sagen? Boah, wenn ich jetzt diese Fatwa gebe, zum Beispiel, dass in diesem oder jenem Land, dass die Leute aus meinem Land dorthin gehen können, um zu kämpfen, und der König will das nicht,
oh, dann werde ich den Platz hier verlieren, da können die danach gar nicht mehr von mir profitieren, da werde ich mein Haus verlieren. Also was wird er sich einreden? Der wird sich automatisch, stell dir vor, du bist in dieser Lage. Du wirst dir automatisch einreden, okay, dann rede ich lieber nicht über dieses Thema. Guck mal, wir sehen das schon hier in Deutschland. Über bestimmte Themen besser nicht reden. Du hast ja deine Moschee und da könnt ihr wenigstens Freitagsgebet beten. Lieber über das Thema nicht reden. Guck mal, da geht es nur um Moschee. Jetzt, ach, hier geht es um Universität, es geht um Haus, es geht um Geld, es geht um alles. So, guck mal. Das heißt, der wird danach suchen und sich selber versuchen zu überzeugen von dem, was der König gerne will. Und dann wird irgendein Quatsch erzählt, teilweise. Und manchmal hat es auch Begründungen. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich habe einmal eine Fatwa gehört, da hat einer gesagt zu den Jugendlichen im Unterricht, ja, stellt euch mal vor, ihr geht jetzt in dieses oder jenes Land und ihr kämpft dort. Ich rede nur allgemein, ja. Ist kein Aufruf zum Kampf, ne? Ich habe Angst vor meiner Bundeskanzlerin. Siehst du, ich weiß, worum es geht. Guck mal. Aber guck mal, was er jetzt sagt. Er sagt er zu dem, er stellt mal vor, ihr geht dorthin und dann überreden euch Leute, einen Selbstmordanschlag zu machen. Und dann machen diese Feinde danach ein DNA-Profil von den Fetzen, die doch von dir übrig geblieben sind. Und da finden die raus, der kommt aus diesem und jedem Land, jetzt greifen wir dieses oder jenes Land an. Ach so. Das heißt, mit dem DNA, mit der DNA-Probe kann man jetzt bald auch das Geburtsdatum ermitteln. Wa? Ach, als wenn man mit einem DNA-Profil herausfinden könnte, ob diese tote Person Österreicher oder Deutscher ist. Oder Schweizer oder Österreicher oder Holländer oder Deutscher ist. Das kann man damit gar nicht rausfinden. Guck mal, so werden die Jungs dafür blöd verkauft. Aber das ist diese Argumentation. Ja? So. So, das heißt, man braucht also Ausreden. Die Ausrede ist ja, es geht ja um die Sicherheit. Dann Khilafa. Khilafa braucht man auch eine Ausrede. Ja, wir können ja gar kein Khilafa gründen, weil Allah sagt im Koran, in Sura 24, Vers 55, وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Allah hat denjenigen versprochen, die Glauben von euch gute Werke tun, dass er ihnen eine feste Stellung, dass er ihnen Khilafa auf der Erde geben wird. Und dann sagen sie, ja, guck mal, Glaube bedeutet der richtige Glaube ohne Bidah. Und Amilu Salihat ist die richtige Amilu Salihat ohne Bidah. Das heißt, solange es in der Ummah Islamia Bidah gibt, ist dann die Interpretation, kann es auch keinen Khilafa geben. Also müssen wir erstmal nur die richtige Akida verbreiten und die richtige Amilu Salihat. Und dann, nach 7000 Jahren, können wir dann irgendwann mal Khilafa gründen. Erstmal, es wird die Bidah immer geben, bis fast vom jüngsten Tag. Punkt Nummer 1. Es wird nie einen Tag geben, wo alle Muslime die besten Muslime sind. Und manche kommen dann nur mit einer Aussage, ja, da war ein Rabbiner, in Quds, und der ist in die Moschee gekommen, und da hat zu den Muslimen gesagt, wenn ihr eines Tages genauso viele seid beim Fajr-Gebet wie beim Jumu'ah-Gebet, dann werden wir hier verloren haben. Erstmal seid ihr, ist das Wort vom Rabbiner vom Himmel herabgesandt worden oder wie? Es wird nie eine Zeit geben, wo genauso viele Muslime zum Fajr-Gebet gehen wie zum Jumu'ah-Gebet. So. Das heißt, du machst eine Bedingung, um Khilafa zu gründen, die es nie gegeben hat. Das heißt, die Situation wird es nie geben und es wird auch nie so kommen. Und so war es auch nie. Gab es die Bidah nicht die ganze Zeit in der Umma? Und trotzdem gab es eine gewisse Vereinbarung. Und hier zeige ich euch was von Ahkam al-Jihad von Ibn Taymiyyah, was er hier sagt. Da sagt er erstmal, wer Ulul Abar sind. أولو الأمر هم أصحاب الأمر وذوه وهم الذين يأمرون الناس
وَذَلِكَ يَشْتَرِكُ فِي أَعْلُ الْيَتِ وَالْقُدْرَةِ. Also, die Ulul Amr sind die Leute, die die Befehlsgewalt haben, und das teilt sich ein unter denen, die Kraft haben und Kudra haben, وَعَلُ الْعِلْمُ وَالْكَلَامُ, und die, die Wissen und Worte haben. Also Gelehrte und Führer. وَلِهَذَا كَانَ أُولُو الْأَمْرِ صِنْفَيْنِ. Und deswegen sind Ulul Amr zwei Kategorien. Ulama wa Umara, Gelehrte und Prinzen, Führer etc. Und jetzt sagt er folgendes, hört zu. فَإِذَا صَلَحُوا صَلَحَ النَّاسِ. Wenn sie rechtgeleitet sind oder wenn sie gute Muslime sind, rechtschaffend sind, werden die Menschen rechtschaffend. وَإِذَا فَسَدُوا فَسَدَ النَّاسِ. Und wenn sie kaputt sind, im Fassad sind, schlecht sind, sind die Menschen schlecht. Dann sagt Ibn Taymiyyah hier über Khilafa, über Imam Wahid, über einen Imam zu haben. Ah ne, hier. Tansib Waliul Muslimin. Dass man einen Führer für die Muslime macht, sagt er. Anna Tansib Waliul Amrul Muslimin min a'zami wajibati ad-din. Ja? Das heißt, einen Führer für die Muslime zu machen, ein Waliul Amr, gehört zu den gewaltigsten Pflichten der Religion. Und es gibt kein Aufrechterhalten der Dunya und der Religion außer dadurch. So, dann sagst du, guck, lass uns mal gucken, wie wir heute eine Vereinigung schaffen, wie wir es schaffen, einen Waliul Amr für die Muslime zu kriegen. Dann sagt, nee, 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 können wir nicht. Was Sunnah, jetzt sagt der Ibn Taymiyyah weiter, was Sunnah an yakuna lil Muslimin Imamun Wahid. Und die Sunnah ist, dass die Muslime einen Imam haben. Deswegen, du wirst aus dieser Richtung niemals hören, höchstens so Alibi-Aktionen, dass es einen Millimeter vorgeht, dazu die Muslime zu vereinigen zum Khilafa. Sondern ganz im Gegenteil, es wird versucht, die Muslime zu spalten. So, dann innere Einflüsse. Wir haben gesagt, äußere Einflüsse, jetzt kommen innere Einflüsse. Innere Einflüsse sind die Muslime selber. Heutzutage, du hast die Gelehrten, die auf deiner Gehaltsliste stehen. So, aber jetzt könnte es außerhalb deines Landes und die Gelehrten in deinem Land, die was gegen dich sagen, die sind sowieso direkt weg vom Fenster. So, aber was ist mit den Gelehrten außerhalb? Was mit denen? Weil heutzutage gibt es Fernsehen, heutzutage gibt es Radio, also brauchst du eine Dauer-SS. Eine Dauer-SS brauchst du. Das heißt, du nimmst eine bestimmte Gruppe von Gelehrten, die nur damit beschäftigt sind, Gelehrte, die außer deines Landes Kraft bekommen, platt zu machen. Das heißt, oh, der kriegt Einfluss, der so und so aus dem Land so und so kriegt Einfluss, okay. Der ruft zum Khilafa auf, der ruft zu diesem auf. Und dann wirst du sehen, die, die am meisten angegriffen sind, sind diejenigen, die gegen den Säkularismus reden, die für die Scharia reden, die für Khilafa reden und so weiter. So, stürzt euch auf ihn. Dann guckt man. Ah, wo sind die Kassetten? Wo sind die Bücher? Ah, gut, alles klar. Jetzt müssen wir ihn platt machen. Ah, der hat dieses, das, der ist Takfiri, der ist dieses und jenes und so weiter. Warum? Damit die Menschen nicht mehr auf ihn hören. Und damit er keinen Einfluss mehr hat. Und dann wird gesagt, ja, der hat sowieso keine Ahnung. Ahnung haben nur unsere Leute. Ja. Wie gesagt, das ist eine kurze Vorstellung, liebe Geschwister im Islam. Zeichen habe ich euch gegeben. Schaut euch das an. Bittet Allah um Rechtleitung. Möge Allah uns alle recht leiten. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. Ja, ich habe hier eine Fatwa von Sheikh bin Baz, die hätte ich bald vergessen. Ja, da geht es darum, as-sabil ila al-izz wa tamkin, der Weg, und wir reden nicht über Deutschland, sondern wir reden über die islamischen Länder, damit man Bescheid weiß. Der Weg zur Ehre und Tamkin. Tamkin ist eine feste Stellung. Da sagt er hier ganz am Anfang, تحكيمهم شريعة الله في كل شيء. Das mit der Scharia in allem geurteilt wird. Und auf der anderen Seite sagt er nochmal: فمتى تمسك المسلمون بدين الله. Wenn die Muslime an der Religion Allahs festhalten. والتزموا بما أوجب الله عليهم. Und an dem festhalten, was Allah ihnen offenbart hat. وابتعدوا عما حرم الله عليهم. Und von dem Abstand nehmen, was Allah ihnen verboten hat. وَحَكَمُوا شَرِيَتَهُ فَإِنَّهُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يَنْصُرُهُمْ. Und die Scharia, mit der Scharia richten, dann wird Allah ihnen zum Sieg helfen. Aussage von Sheikh bin Baz, nicht von mir, weil ich bin ja nur kleiner Deutscher, der keine Ahnung hat.
Deswegen, Subhanaka Allahumma bihamdik, Ashhadu an la ilaha illa ant, Astaghfiruka wa atubu ilayk.